Wo soll der Anleger in der laufenden Korrektur zugreifen? Eher bei den großen Werten, also beim DAX, oder doch lieber bei den kleineren Werten? Wie wäre es mit den mittleren? Vielleicht bieten die ja das Beste aus beiden Welten. Herzlich willkommen zu ETF Kompakt, meine Damen und Herren. Wir schauen uns jetzt genauer den MDAX an, der kleine Bruder des DAX. Als der DAX noch von den Rekorden träumte, hatte der MDAX sie längst schon vollzogen. Mehr Informationen zum MDAX erhalten wir von Sven Württemberger. Er leitet den Bereich Wealth Sales Germany beim ETF-Anbieter iShares. Herr Württemberger, was spüren Sie denn eigentlich bei der Nachfrage nach dem MDAX? Ich könnte mir vorstellen, der DAX steht da immer im Vordergrund bei den Anlegern, aber der MDAX, wie beliebt ist er? Ja, DAX ist natürlich der große Bruder des MDAX, wobei, Sie haben es angesprochen, die Performance hier deutlich stärker und deutlich positiver ausgefallen ist als beim DAX. Daher sehen wir auch eine sehr starke Nachfrage, die primär sehr institutionell geprägt war, aber natürlich auch von Privatanlegern vermehrt wird das Produkt auch eingesetzt im eigenen Portfolio. Also die Nachfrage hier auf allen Seiten sehr stark. Dann schauen wir uns mal die gute Performance genauer an. Dazu haben wir eine Grafik und auf der sehen wir, ja, der MDAX schlägt alle, könnte man sagen, ist auch besser als der DAX, der SDAX gelaufen mit den kleineren Werten. Was sind die wichtigsten Argumente für mittlere Werte? Was macht sie so attraktiv bei Anlegern? Ja, der MDAX im Speziellen bildet eigentlich alle Industrietitel beziehungsweise die wesentlichen Industrietitel in Deutschland ab. Er ist also weniger im Bankensektor unterwegs. Der DAX ist ja auch durch Bankentitel sehr geprägt, die dann auch mal auf die Performance ein bisschen sich negativ ausgewirkt haben. Also er zeigt so ein bisschen das Know-how, das Deutschland auch hat. Made in Germany spielt hier eine Rolle. Es sind starke Unternehmen aus dem Industriesektor hier vertreten. Eine EADS und ähnliche Unternehmen finden sich hier wieder, die auch in jüngster Zeit sehr positiv performen. Haben. Wenn man sich die Performance-Kurve hier historisch anschaut und auch wenn man das mal noch länger sich anschaut, bis 1996, als der MDAX aufgelegt wurde, haben wir eine jährliche Performance von etwa 16%. Und diese 16% haben wir auch jüngst dieses Jahr schon erwirtschaftet im Vergleich zu 8,5% im DAX. Also hier sind die Ausschläge nach oben wesentlich größer und das zeigt sich natürlich hier in der Grafik sehr schön. Ja, dann gucken wir uns jetzt mal den MDAX-ETF an von Ihnen. Im Detail, wir haben wie immer die Details auf eine Tafel geschrieben und da sehen wir iShares MDAX in Klammern DE, das heißt, der ist in Deutschland aufgelegt. Die Wertpapierkennnummer ist 593392, Gesamtkostenquote 0,51% per annum, Produktwährung ist der Euro und die Vertragsverwendung ist thesaurierend. So, jetzt muss ich eine unangenehme Frage stellen, die mögen natürlich die Anbieter nie so gerne. Wieso kostet der MDAX dreimal so viel wie der DAX? Den kriegt man schon für 0,17% oder 0,15%. Ja, ich finde, das ist keine unangenehme Frage, sondern es ist eine gute Frage. Er ist definitiv teurer als der DAX. Hängt zum einen natürlich damit zusammen, dass der MDAX auch 50 Titel hat, wobei der DAX nur 30 Titel hat. Also hier allein in der operativen Darstellung des Produkts, Sie wissen, unsere Produkte sind voll replizierend. Wir kaufen diese 50 Titel auch physisch ins Portfolio. Allein die Durchführung dieser Anlagen bedarf einer gewissen Kostenstruktur. Und die müssen wir natürlich auch zum Teil an den Kunden und Investoren weitergeben. Und daher hier auch die teure Rate im Vergleich zum DAX. Dennoch nach wie vor natürlich ein sehr günstiges Investment, auch im Hinblick auf die Performance letztendlich. Blicken wir auf die Branchenzusammensetzung. Sie hatten das schon angesprochen, Industriewerte sind dominierend. Und auf der Grafik sehen wir, dass da natürlich noch ein bisschen mehr zusammenkommt. Man spricht ja oft immer von den Hidden Champions, von den versteckten Welt-Champions. Und wenn Sie dann mal so auf den MDAX gucken, Sie hatten da schon mal den einen oder anderen Titel genannt. Was sind denn da so die besonders reizvollen Werte, die eben halt auch zu dieser Performance überdurchschnittlich beigetragen haben? Ja, Sie haben es angesprochen, die Hidden Champion, die uns allen nicht wirklich so ganz geläufig sind im täglichen Geschäft. Zum einen eine Brenntag, Weltmarktführer für Chemikalienhandel aus Weilheim an der Ruhr, also ein rein deutsch geprägtes Unternehmen, das aber weltweit operiert und weltweit auch Standorte hat, hat allein 21% Performance dieses Jahr gemacht. Ich hatte die EADS angesprochen, die mit 40% Performance absoluter Spitzenreiter im Augenblick ist. Also klassische Industrieunternehmen, die ein Know-how besitzen, das in dem Rahmen nur in Deutschland verfügbar ist.
und auf das auch institutionelle und auch internationale Investoren gerne schauen, um hier natürlich auch zu agieren. Und Sie sehen es in der Grafik, es ist ein sehr breit gestreutes Feld, wobei die Industriegüter hier sicherlich den Löwenanteil mit 34% abbilden. Aber Sie finden natürlich auch Medienunternehmen, RDS hatte ich angesprochen, Chemie, die Chemieindustrie, den Immobilienbereich und auch natürlich den Einzelhandel und weitere weit diversifizierte Sektoren wieder. Also der MDAX bietet einen breiten Marktzugang zu deutschen Unternehmen. Ja, da wäre es ja einfach ganz einfach. Als Anleger sage ich MDAX und sonst nichts. Was muss ich noch große Werte kaufen? Was muss ich den DAX kaufen? Wie nutzt man eben den Bereich der mittleren Werte, dargestellt durch den MDAX, in einer Portfoliostrategie? Ja, der MDAX ist sicherlich ein Investment, das eher den strategisch orientierten, den langfristig orientierten Anleger ansprechen sollte. Wir haben hier zwar eine sehr starke Wachstumskurve gesehen vorher in der Grafik. Hier blenden wir sie, glaube ich, auch nochmal ein. Letztendlich ist es aber auch mit einer gewissen Volatilität verbunden. Das heißt, die Ausschläge, die nach oben sind, wurden zum Beispiel in 2008 auch nach unten wieder korrigiert. Also hier lohnt es sich, langfristig orientiert zu sein und sicherlich eine lohnenswerte Ergänzung auch zum DAX, der natürlich der deutsche Standardindex ist und bleibt und auch eine sehr gute Performance seit Jahresanfang gezeigt hat. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Also bleiben wir dabei. Der MDAX ist ein Basisinvestment in einem gut sortierten ETF-Portfolio. Dazu nimmt man natürlich auch dann noch die größeren Werte, aber da macht es eben auch die Mischung. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.